als ich ihn vor einem Jahr hier an dieser Stelle krankheitsbedingt entschuldigen musste, da wussten nur wenige, wie es gesundheitlich wirklich um ihn bestellt war. Aber keiner ahnte, dass es bald heißen würde, Abschied für immer zu nehmen. Thomas Schleif ist am 30. Dezember 2017 verstorben. Sein Tod schmerzte und er schmerzt noch immer. Die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat, ist groß. Er fehlt vielen, die seine Arbeit begleitet haben. Er fehlt auch der OBS und mir persönlich. Wir kannten uns 40 Jahre und waren viele Jahre freundschaftlich verbunden. Thomas war aus Leidenschaft Journalist und er war ein Journalist mit Leidenschaft. Als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender von Netzwerk Recherche hat er Bleibendes geschaffen. Dass heute Recherchenetzwerke, auch transnationale Verbünde im Medienalltag nicht mehr wegzudenken sind, unterstreicht, dass Thomas schon vor über 15 Jahren einen guten Riecher hatte. Er hat sich um den kritischen Journalismus verdient gemacht. Thomas hat sich auch um die Otto Brenner Stiftung und maßgeblich unseren Preis, den wir heute Abend zum 14. Mal verleihen können, verdient gemacht. Er hat tiefe Spuren hinterlassen. Manche medienkritische Studie, die wir in den letzten Jahren veröffentlicht haben, ist auf seine Anregung hin entstanden. Manche medienpolitische Tagung haben wir gemeinsam entwickelt und zusammen durchgeführt. Dabei habe ich Thomas oft als innovativen Impulsgeber erlebt und wir haben seinen Spürsinn für neue Themen sehr geschätzt. Manche sahen in ihm ein journalistisches Trüffelschwein, immer auf der Suche nach der Nachricht hinter der Nachricht, immer auf der Suche nach Vorgängen, die zum Skandal taugen. Auf andere wirkte er wie eine omnipräsente Ein-Mann-Talkshow, oft ratlos, meistens unbequeme Fragen stellen, nicht selten Teile der Antwort gleich mitliefernd. Viele von Ihnen, aber auch wir von der OBS, haben ihn stets als gut informierten und oft strittigen Moderator in seinem Element erlebt. Über Jahre bei seiner Sendung 2plus Live, beim Mainzer Mediendisput hier in der Rheinland-Pfalz-Vertretung, beim Demokratieforum auf dem Hamburger Schloss und natürlich auch hier bei den Medientagen der Otto-Brenner-Stiftung. Am 13. März diesen Jahres, an dem Tag übrigens, wäre Thomas 59 Jahre alt geworden, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Preisverleihung wieder mit einer Medientagung zu verbinden. Das Thema der Veranstaltung, so der Wunsch und der Auftrag, sollte an das publizistische Wirken und das journalistische Schaffen von Thomas erinnern. Die letzte Tagung, die wir mit ihm bei der Böll-Stiftung durchgeführt haben, suchte nach Antworten auf den Rechtspopulismus. Sein letzter Film, er lief im September 2017, fragte, ob die AfD die Kirchen spaltet. Rechtspopulismus und Medien, unser Thema heute Nachmittag, ist also kein Zufall. Wir haben uns bewusst für ein Thema entschieden, das auch Thomas bewegt und nicht in Ruhe gelassen hätte. Mit der Veranstaltung heute Nachmittag erinnern wir an den Kollegen, Mitstreiter und Freund. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Stiftung herzlich willkommen bei der OBS. Eben am Mittag haben wir AfD und Medien vorgestellt. Das ist der Titel der neuen OBS-Studie. Warum schon wieder dieses Thema? Haben wir doch erst vor anderthalb Jahren eine gleichnamige Studie veröffentlicht. Es sind im Wesentlichen vier Gründe, die uns motiviert haben, jetzt das Thema AfD und Medien abermals anzugehen. Erstens, die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Schaut man sich die Wahlerfolge dieser noch immer erstaunlich jungen Partei im Bund, in den Ländern, auch in den Kommunen an, analysiert man die fast tektonisch zu nennenden politischen Verschiebungen und sozialen Veränderungen in diesem Lande und betrachtet man auch noch die tiefe Vertrauenskrise, in die das Parteiensystem und die Funktionseliten geraten sind, dann kann man davon ausgehen,
dass die AfD von längerer Dauer ist, dass sie sich als innenpolitischer Faktor zu stabilisieren und möglicherweise auch im Parteiensystem etablieren beginnt. Zweitens, uns interessiert die Janusköpfigkeit der AfD. Keine andere Partei geht mit dem Mediensystem und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so radikal und so aggressiv um wie die AfD. Die AfD, so der vorherrschende Eindruck, bekämpft das Mediensystem, sie beschimpft Journalisten, sie spricht von Lügenpresse, sie polarisiert in Meinungs-, in Medienfragen und radikalisiert die Debatte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die AfD wie kaum eine andere Partei versucht, öffentlich-rechtliche Medien für ihre Zwecke auszunutzen und über Grenzüberschreitungen medialen Zuspruch zu generieren. Einerseits radikale Ablehnung des gegenwärtigen Systems, andererseits brutales Ausnutzen der gängigen Spielregeln. Darin zeigt sich meines Erachtens die mediale Janusköpfigkeit der AfD. Mein dritter Punkt: Mag die AfD inhaltlich in vielen Punkten von vorgestern sein, auf ihr Agieren mit Medien und in Medien trifft das sicherlich nicht zu. Die Geschichte zeigt, dass es Rechtsparteien immer wieder gelungen ist, früher als andere mediale Entwicklungen für ihre Politik zu nutzen. Es ist die AfD, die sich wie keine andere Partei der Erregungsmaschinen und Empörungswellen im Internet bedient. Die erste Internetpartei der Republik, das ist die AfD. Sie strebt für Anhänger, Sympathisanten, Mitglieder, Funktionäre und Wähler ein System kommunikativer Vollversorgung an, das nicht auf Information, Dialog und Austausch angelegt ist, sondern auf Spaltung, auf Radikalisierung, auf Polarisierung. Mancher träumt sogar gelegentlich, ARD durch AfD ersetzen zu können. Mein vierter Punkt und für heute Nachmittag besonders wichtig: Anfangs, so die gängigen Beobachtungen, haben große Teile der Medien im Umgang mit der AfD irritiert, ängstlich, verunsichert, übervorsichtig agiert. Soll man nüchtern berichten oder sie einfach ignorieren, wurde gefragt. Soll man die Partei einbeziehen oder ihre Repräsentanten ausgrenzen? Auch das Bild vom Stöckchen, das die AfD hinhält und den Medien, die dann springen, machte manchmal nicht ganz unberechtigt die Runde. Heute, dafür spreche nicht zuletzt auch die aktuellen Recherchen zum AfD-Finanzgebaren, hat sich einiges geändert, vielleicht sogar verbessert. Aber sicher ist, es liegen inzwischen vielfältige Erfahrungen vor im konkreten Umgang mit Akteuren dieser Partei, im Bund, in den Ländern, auch in den Kommunen. Diese Erfahrungen haben wir zusammengetragen, gesichtet, ausgewertet und dann zu Lehren aus der Praxis für die Praxis verdichtet. So lautet der Anspruch im Untertitel der neuen Studie, die wir jetzt diskutieren werden. Verehrte Gäste, ich stelle Ihnen gerne die Teilnehmer des Podiums kurz vor. Ich freue mich auf Melanie Ammann aus dem Spiegelbüro hier in Berlin. Das Partei, das Programm, die Akteure, die Medienstrategie, die Rhetorik. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die so genau Entwicklung und Ziele der AfD analysiert haben wie Sie. Sie haben im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, zudem ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht, Angst für Deutschland, die Wahrheit über die AfD, wo sie herkommt, wer sie führt, wohin sie steuert. Herzlich willkommen, liebe Frau Ammann. Frau Karin Dohr vom Hauptstadtbüro der ARD ist zu uns gekommen. Sie ist Fernsehkorrespondentin des NDR, unter anderem zuständig für die AfD. Uns interessiert vor allem, wie Sie und Ihre Berliner Kollegen mit den Neuen im Parlament umgehen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben und uns einen Einblick gewähren in die alltägliche Berichterstattung hier aus Berlin. Herzlich willkommen, Frau Dohr. Von der Uni Bonn, da habe ich auch mal studiert, kommt Professor Dr. Decker. Er hat sich als Politologe,
schon mit Populismus in Europa beschäftigt, als man in Deutschland noch dachte, ohne charismatische Persönlichkeiten hätte der Populismus bei uns keine Chance. Herzlich willkommen, lieber Herr Decker, und danke, dass Sie uns gleich mitnehmen werden auf Ihre europäischen Erkundungsreisen. Volker Weiß, Historiker und Publizist, vervollständigt unser Expertenkleeblatt. Herr Weiß beschäftigt sich mit Vergangenheit und Gegenwart rechten Denkens in Deutschland und mit dem Buch Die autoritäre Revolte, und mit seinen aktuellen publizistischen Interventionen hat er zeitkritische Maßstäbe gesetzt. Wie sich die ARD von früheren rechten, nationalistischen oder rechtsextremen Gruppen und Bewegungen unterscheidet, was also anders ist an dieser Alternative, darüber soll es gleich im Gespräch auch gehen. Herzlich willkommen auch Ihnen, lieber Herr Weiß. Ich begrüße unsere Verdi-Kollegin Conny Berger, sie sitzt hier vorne in der ersten Reihe, die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistenunion, DJU in Verdi, wie es richtig heißt, wird zuerst hier die Debatte verfolgen, um uns dann später in einem Interview zu helfen, die Themen der Studie und die Ergebnisse der Diskussion gewerkschaftspolitisch einzuschätzen und einzuordnen. Liebe Conny, ich danke dir für dein Kommen und freue mich, dass du erstmals, glaube ich, im Rahmen einer Otto-Brenner-Stiftungstagung hier anwesend bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sonja Mikisch heute moderiert. Sonja Mikisch, so viel Zeit muss sein, ist uns besonders verbunden. In der Jury des Brennerpreises hat sie über 10 Jahre mitgearbeitet. Sie hat viele Gewinner hier laudatiert, manche Preisverleihungen moderiert. Und als Studienleiterin in Moskau damals, als langjähriges Gesicht und der Kopf von Monitor, als Kommentatorin in den Tagesthemen und oft auch als Moderatorin des Presseclubs, gehört sie sicherlich nach wie vor zu den profiliertesten Journalistinnen in Deutschland. Und ich verrate jetzt nichts Neues, wenn ich erwähne, liebe Sonja, dass du vor wenigen Wochen beim WDR ausgeschieden bist. Aber heute, das ist wichtig, bist du hier und dabei freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen bei der OBS, Sonja Mikisch. Starten werden wir jetzt mit einem Input von Professor Gäbler, Autor der neuen OBS-Studie über AfD und Medien. Bernd Gäbler hier bei uns vorzustellen, hieße eigentlich die berühmten Eulen nach Athen zu tragen. Deswegen nur danke für Ihr unverwüstliches Vertrauen in die Arbeit der Stiftung und danke auch für die Wertschätzung, Ihre Wertschätzung unseres Engagements. Aber das Wichtigste: Schön, dass wir wieder ein spannendes Projekt gemeinsam angegangen sind und es auch erfolgreich abgeschlossen haben. Herzlich willkommen, lieber Herr Gäbler. Ich mache jetzt den Platz frei, er drängelt schon. Jetzt sind Sie in der Tat am Zuge. Gutes Gelingen. Danke für die Aufmerksamkeit. Die Tagung ist eröffnet.